Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Defiance. TM. Ja, wir spielen heute wieder weiter nach einem Monat. Ja, ich hatte irgendwie viel zu tun und auch irgendwie auch wenig Lust überhaupt zu Let's Playen. Was man ja gesehen hat, weil ich habe Musikbücher bekommen und ich habe was Geiles für Musik bekommen. Und da habe ich jetzt ein bisschen gelernt und geübt und das mache ich natürlich auch noch weiter, aber jetzt muss ich mich auch mal ein bisschen ablenken und jetzt spielen wir Legacy of Kain. Das Doofe ist nur, ich habe den ganzen Computer neu aufsetzen müssen, weil das eine, was ich gekriegt habe, nicht funktioniert hat. Und natürlich ist der Speicherstand auch wieder weg gewesen. Ich dachte, das wäre die bigfile.dat oder so, keine Ahnung. Aber das war sie nicht, leider. Also die bigfile.dat ist kein Save-Datei. Die habe ich nicht gefunden, das heißt, ich habe alles nochmal neu gemacht. Was ja recht beschissen ist, aber egal. Spielen wir einfach das Spiel, weil euch interessiert dieser Scheiß, was ich hier verzapfe, ja sowieso nicht. Aber die Musik ist toll. Gut, Spiel laden. Wir haben, ja, in einer Stunde und 10 Minuten habe ich bis zu unseren letzten gespielt. Das ist schon mal gut, ne? Wird geladen, jo. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich mit Kain, wenn ich mich nicht irre. Nein, Raziel. Raziel. Ja, Raziel, genau. Ja, Raziel, ich hab dich vermisst. Und hier sagen wir gleich mal Raziel. Ah, wo sind wir jetzt eigentlich? Ja, genau, wir sind hier bei den Portalen. Wir sind hier hergesappt. Und irgendwie höre ich. Ich höre keine Musik, ist das normal? Aha. Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich schalte mal. Ah, jetzt höre ich's. Jetzt habe ich bei meinem Kopfhörer ein bisschen lauter geschaltet und jetzt geht's. Und jetzt gehen wir gleich in die spektrale Welt und. Das war jetzt doch ein bisschen laut. Jetzt ist es laut. Wartet mal. 15. Passt gut. Und jetzt gehen wir da durch. Ich glaube, hier finden wir den, keine Ahnung, irgendeinen neuen Reaver. Entweder der Licht- oder Dunkelheits-Reaver. Ich glaube, den Dunkelheits-Reaver finden wir zuerst. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall töten wir jetzt erstmal die kleinen Viecher hier. Ja, ja. Das sieht irgendwie so machtvoll aus, wenn der Reaver aufgeladen ist. Seelen? Ah, keine Seelen da. Ich will zuerst diese Monster töten, bevor ich hier weitergehe, weil sonst nerven die uns die ganze Zeit. Also eigentlich größtenteils nerven die mich. Und das ist weniger gut. Weil das nervt einfach. Er gibt Sinn. Ah, hier können wir zurück. Ah, oh, und schon wieder kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Dieses Spiel ist gewaltverherrlichend. In jeder Ecke, in jeder Sekunde meistens nur kämpfen. Das ist doch nicht mehr nett. Und meistens hat man auch noch nicht mal was getan. Das ist es ja, man will nur den Reaver abholen und dann wird man von solchen Gestörten abgeholt. Das ist abgeholt. Nein, da wird man von so Gestörten. Lass mich die Seele aufsagen. Aufgehalten, weil die wollen ja alle wollen kämpfen in diesem Spiel. Das ist so. Ich meine, geht denn nicht auch mal ein Spiel ohne Kämpferei? Ist das wirklich zu viel verlangt? Ah. Wow, das von nah sah jetzt wirklich episch aus. Und ich mag es in seine Augen leuchten. Hier lebt noch einer. Wo? Nein, doch nicht. Verarsche. Wie können diese Tentakel eigentlich in die materielle Welt?
Du Penis! Es war vollbracht. Die Dunkelheit strömte durch den Reaver. Als ich diese neue Macht fühlte, die in der Klinge pulsierte, wusste ich, dass mir der Tempel des Lichts nun offen stand. Denn wir haben den dunklen Penis errungen. Nein. Ja, wir haben jetzt den dunklen Reaver, der sieht so aus. Der sieht episch aus. Der sieht wirklich verdammt episch aus. Wir können aber auch wechseln. Irgendwie. Irgendwie konnten wir wechseln. Ach so. Mit 4. Fear of the Dark, ja. Ja. Wir nehmen aber den Dunklen, weil der Dunkle, das sieht irgendwie auch viel cooler aus. Jetzt machen wir alles dunkel. Damit das Portal sich erhält. Das ist schon witzig. Wir machen alles dunkel, damit sich das Portal erhält. Und jetzt müssen wir da rauf. Aber wie? Ach ja, genau. Da. Seht ihr? Da ist jetzt nämlich eine Wand, in der wir hochklettern können. Wenn Raziel das gerne möchte, danke. Sind seine Flügel länger geworden oder waren die schon immer so lang? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt müsste... Nein, nicht das. Welches denn nun? Das am Anfang? Ich glaube schon, oder? Ja, sonst gibt es ja keins. Das ist natürlich, wir müssen ja wieder zurück. Wir gehen da einfach rein. Geh rein. Das sieht aber echt schön spacig aus. Gefällt mir. Aha. Ah, ja, genau. Nehme ich überhaupt meine Stimme auf? Warte, ich muss mal nachsehen. Ja, ich nehme meine Stimme auf. Was ist jetzt schon wieder los? Fail to revive D3D. Devise. Oh mein Gott! Ah, ich melde mich dann gleich zurück. Bis gleich.